Hi zusammen, Ingo hier. Willkommen an diesem Feiertag, an dem ich eigentlich lernen sollte, vor meinem Buchregal. Und ich werde mit euch jetzt wieder ein bisschen ausmisten. Ich möchte mich von meinen haptischen Büchern trennen und auf E-Books umsteigen. Das heißt, Bücher, die ganz normal im Regalboden stehen, werden mich höchstwahrscheinlich verlassen. Und Bücher, die ich umgekippt habe, deren Buchrücken man jetzt gerade mal nicht sehen kann, die werden hier bleiben. Soweit der Plan. Wie man allerdings hier schon sehen kann, also so sollte das im Idealfall aussehen. Also damit wäre ich wirklich zufrieden. Nochmal, die aufrecht stehenden Bücher werden rausliegen. Also das heißt, ich werde sie immer noch als E-Book wahrscheinlich haben, wenn sie mich noch interessieren. Und Bücher, die ich aus nostalgischen Gründen oder weil sie irgendwie einen anderen Wert haben, hier bleiben sollen, sind dann halt so umgestürzt. Hier oben sieht man meine Christopher Moore-Sammlung, von der ich mich nicht trennen kann. Und die anderen werden dann gehen. Wahrscheinlich, wie gesagt. Das ist ein Verhältnis, mit dem ich jetzt suboptimal zufrieden bin. Das sieht hier wesentlich besser aus. Im letzten Video war es dann so. Und jetzt bin ich, mein Stativ steht mir gerade im Weg. An dieses Regalbrett werden wir uns jetzt wagen und mit ein bisschen Glück, wenn ich mich ein bisschen schneller zusammenfassen kann, dann auch noch in dieses halbe Regalbodenbrett. So, jetzt bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Derweil habe ich mich mit einem Getränk und mit meiner Brille bewaffnet und greife höchst amüsiert zum ersten Buch und ihr werdet direkt sehen, warum ich grinsen muss. Ja, ich habe meinen allerersten BDSM-Roman gelesen, Lektionen im Gehorsam von der Autorin Lucy Golden. Und man, wenn man dieses Cover sieht, denkt man sich so, oh mein Gott, was hat er da gelesen? Dieses fürchterliche Cover lässt überhaupt nicht auf den Inhalt des Buches zurückschließen. Mir hat das Buch nämlich tatsächlich gut gefallen. Es war mal was anderes. Ich habe noch nie die Geschichte der O gelesen. Das möchte ich auch irgendwann einmal tun. Ich würde aber trotzdem behaupten, das geht so in die Richtung. In der Neuzeit. Ja, ich lasse den Klappentext mal so für sich stehen. Ja, ich werde mich von diesem Buch trennen. Ich glaube nicht, dass ich das Buch nochmal lesen werde. Es wird mich also verlassen. Aber wem das Thema nahe liegt, interessiert, kann ich dieses Buch tatsächlich empfehlen. Und es ist ja, es ist derbe an Stellen, aber es ist jetzt nicht, es ist seichter, als man erwarten würde. So, kommen wir zu Gaming-Büchern, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie existierten und ich sie von einem alten Arbeitskollegen bekommen habe. Es geht um die Spielreihe Diablo und ich habe sie immer noch nicht gelesen. Ich möchte sie lesen. Ich möchte sie tatsächlich aber nicht in Printform lesen. Trotzdem behalte ich sie hier, weil ich mit Diablo sehr viel verbinde. Ja, die bleiben hier und deshalb müssen wir uns jetzt mit sehr Seiten arrangieren. So, es folgt Moby Dick, das mich verlassen wird und so ein typisches Schnäppchen, an dem ich nicht vorbeigehen konnte. Das Buch war nämlich sensationell günstig. Wie ich dann aber später feststellen musste, ist das Buch aus dem Anaconda Verlag. Und es ist einfach eine absolute Vollkatastrophe innerhalb der Übersetzung. Ja, es ist ein Hardcover, aber zu mehr als hübsch im Regal stehen, und so hübsch ist es dann nicht, taucht es nicht. Leute, tut euch selbst einen Gefallen, investiert die 1-2 Euro mehr in einen renommierten Verlag, wo die Übersetzung nicht in einem Google Translator generiert wurde. Eine absolute Vollkatastrophe. So, hier habe ich mir in Münster, glaube ich tatsächlich,
Geholt. Ich möchte ja immer mehr Science Fiction lesen. Deshalb habe ich zu diesem Mängel, ist gar kein Mängelexemplar. Na, sieh mal, na, guck. Aber trotzdem, ich möchte diesen Klopper von Science Fiction Roman lesen. Allerdings, weil es so ein Klopper ist, nicht in dieser Form, sondern dann als E-Book. Wenn ich dann Lust zu habe, ich habe es noch nicht. Es wird mich jetzt erstmal verlassen. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, habe ich auch da gekauft. Glaube ich jedenfalls. Lyrik, na sowas. Ja, die behalte ich hier. Das interessiert mich. Ich habe immer noch nicht. Ich habe mal reingeguckt. Ja, aber zu mehr hat es bisher noch nicht gereicht. Ich wusste tatsächlich bis zu diesem Augenblick nicht, dass ich die Bücher hier habe. Ja, bin ich gespannt. Bin ich sehr drauf gespannt. Die bleiben hier. So, dann kommen wir zu John Niven. Koma. Möchte ich unbedingt lesen. Habe ich sogar schon als E-Book hier. Deshalb wird mich dieses Taschenbuch verlassen. Hat auch schon so ein bisschen gelitten. Irgendwie ist es geknickt. Ich habe es geknickt gekauft. Ja, ich muss aber unbedingt mehr von John Niven lesen. Weil das, was ich bisher von ihm gelesen habe, war absolut brillant. Jetzt wird richtig zugeschlagen. Ein ganz spezielles Brüderpaar. Gary ist ein untalentierter Golfer. Lee, ein untalentierter Gangster. Der eine wird von einem Golfball am Kopf getroffen und fällt ins Koma. Als er erwacht, spürt er den Drang zur öffentlichen Masturbation und leidet am Tourette-Syndrom. Aber er kann plötzlich Golf spielen. Der andere soll eine unschuldige Frau töten, um seine Schulden zu begleichen. Als sich die Wege der beiden kreuzen, kann das nichts Gutes bedeuten. Ja, mein Gott, also muss ich einfach lesen. Koma, John Niven. Allerdings nicht in Buchform, sondern als E-Book. Deshalb wird es mich so verlassen. Und hier haben wir meinen erstgelesenen John Niven, nämlich Old School, der mich verlassen wird. Ich glaube, ich habe lange, noch nie ist falsch, aber ich habe lange nicht so viel Spaß gehabt bei einem Roman. Einem Thriller, muss man dazu sagen. Unfassbar gut. Ich habe so gelacht. Es ist ein so skurriles Buch. Was Slapstick-Anleihen halt hat, ungefähr, ich musste immer wieder an der Rosa-Rote Panther denken. Also die Filmserie mit Peter Sellers. In modern, tatsächlich. Und auch ein bisschen versaut. Ja. Die Alten schlagen zurück. Susan und Julie sind gerade 60 Jahre alt geworden. Sie leben in einem kleinen Dorf in Südengland und sind seit der Schulzeit miteinander befreundet. Susan führt ein bürgerliches Hausfrauendasein. Julie lebt in einer Sozialwohnung und arbeitet als Aushilfe in einem Pflegeheim. Als Susans Ehemann Barry tot aufgefunden wird, und so beginnt das Buch, das ist irre. Entschuldigung. Als Susans Ehemann Barry tot aufgefunden wird, offenbart sich, dass er ein surreales Doppelleben führte und Susan einen finanziellen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Um nicht in die Altersarmut abzurutschen, greifen sie zu einer radikalen Lösung. Ja, dieses Buch fliegt raus. weil ich, ja, das ist nämlich das Taschenbuch und ich habe es mittlerweile als Hardcover. Dem nähern wir uns dann halt noch, was dann hier bleiben wird. Aber das Taschenbuch, was ich hier jetzt tatsächlich doppelt habe, wird mich verlassen. Ein großartiger Roman. Wer schrägen Humor mit Krimi und so mag und auch die Pink Panther Filme, der Rosa-Rote Panther Filme mag, sollte hier unbedingt zuschlagen. So, dann haben wir Staub. Staub, Staub, Staub. Und ich habe hier doch gerade noch Staub geputzt. ja. Lemony Snicket, nee, andersrum heißt es tatsächlich. A Series of Unfortunate Events by Lemony Snicket. Der erste Teil, The Bad Beginning.
Und hier sieht man wunderschönen Count Olaf. Graf, ja, Graf Olaf, wahrscheinlich in der deutschen Version. Das ist die englische Ausgabe. Ich habe den Film tatsächlich mit Jim Carrey damals gesehen und der hat mich geflasht. Und ich liebe diesen Lemony Snicket-Film und musste unbedingt dann halt auch die Bücher lesen. Und ich habe den ersten Band erwischt. Das Buch, wenn man ehrlich ist, das Büchlein, hat mir gut gefallen, aber die Verfilmung, meine, wenn ich sage die richtige Verfilmung, ich meine dann halt Jim Carrey als Count Olaf, da kommt nichts dran. Komischerweise, ne? Also, der Film greift, glaube ich, so die ersten drei oder vier Kurzgeschichtenbände halt auf. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, es gibt ja noch diese Netflix, glaube ich, Serie. Da werden, glaube ich, alle Bücher als Serie dann halt gezeigt. Die ich noch nicht gesehen habe, die Serie. Das Buch bleibt hier. Ich möchte das Buch hier behalten. Ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, ist, und jetzt kommt Denglisch, ist The Adventures of Huckleberry Finn von Mark Twain. Ich habe das Hörbuch hier mit Elijah Wood, der es im Original liest. Und deshalb möchte ich das Buch anbei haben und mitlesen. Deshalb wird das Buch auch hier bleiben. Ich habe schon mal kurz reingeguckt. Und das ist kein Lesezeichen, sondern, was ist das? Ein Zettel. Ach was, ein Zettel mit. Oh. Ja. bleibt hier. So, dann haben wir hier endlich mal ein Agatha Christie. Und ich habe noch nie Agatha Christie gelesen. Ich habe es noch nie gelesen. Ja. Wird mich verlassen. Und ich möchte unbedingt Agatha Christie lesen. Dann aber bitte als E-Book. Ich mache es hier kurz. Fliegt raus. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern wie gesagt, als E-Book wird es dann hoffentlich endlich mal was mit mir und Agatha. Agatha. Geht euch das eigentlich auch so, wenn ihr Bücherregale ausmistet und so? Ihr könnt so viel Staub putzen, wie ihr wollt. Ihr habt es trotzdem irgendwann in der Nase. Ich versuche nicht zu laut zu niesen. Es geht weiter mit der Blutspur von Kim Harrison, ein Auftakt zu einer Vampir-Comedy-Romance-Geschichte, die ich lesen wollte in einer Lesegruppe. Wir in der Lesegruppe reingelesen haben und die beiden Mädels sagten, nee, das ist doof, das will ich nicht. Und ich fand es eigentlich ganz cool. Also, keine Ahnung, vielleicht lese ich es dann irgendwann mal. Aber ich habe es mittlerweile auch als englisches E-Book. Na, komm her. Und deshalb fliegt das hier, so wie es hier steht, raus. Jetzt wird es ein bisschen wackelig, merke ich gerade. So, hier haben wir einen Kurzgeschichtenband, glaube ich mich zu erinnern. Der dämonische Liebhaber. Unheimliche Geschichten. Ja, hört sich nach einem Kurzgeschichtenband an. Aus dem Fischer Verlag. Ich glaube, es ist ein Geschenk gewesen. Und zwar von einer lieben Booktuberin-Kollegin. Nee, das war jetzt doppelt, ne? Deshalb wird dieser Kurzgeschichtenband hier bleiben. Und ich möchte mal in Ruhe vielleicht dieses Halloween mal reinlesen. Obwohl ich ja kein Kurzgeschichten-Fan bin. Aber ich möchte wenigstens mal reingucken. Deshalb bleibt es jetzt erstmal hier. Und hier haben wir nochmal Kurzgeschichten von Roald Dahl. Küsschen, Küsschen. 11 ungewöhnliche Geschichten. Ja, und auch hier möchte ich unbedingt reinlesen. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dieses Buch gekauft zu haben. Hier ist das Gruseln zu lernen. Von einem Meister des makabren Humors. Diese ungewöhnlichen, weltberühmt gewordenen Schockgeschichten garantieren die schärfsten Genüsse, die ein literarischer Cocktail mit Arsen und Spitznäpfchen zu bieten vermag. Ja, bleibt auch hier.
Ich bin mal auf diese Kurzgeschichte von Roald Dahl gespannt. So, und hier kommen wir, ich glaube, ja, zu zwei Büchern, wo ich jetzt wieder die Reihenfolge nicht weiß. Ich glaube, es ist diese Reihenfolge ist richtig. Alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe keine Ahnung, was das erste Buch ist. Ich glaube, die Cover haben sich mittlerweile verändert. Ich glaube, ich habe noch das alte Cover erwischt. Und zwar geht es hier um Jonathan Green, der Pax Britannia. Ich lese mal vor. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der erste und der zweite Band ist, aber ihr bekommt so ein ungefähres Gefühl. Eine revolutionäre Sekte namens Darwinian Dawn verbreitet Angst und Schrecken in Londons Straßen. Mysteriöse Schattenwesen streben nach Einlass und Macht. Nicht so, wie es scheint, während die Uhr des Big Ben das Jahr 2000 ankündigt. Und damit das Ende der Welt. Nun sind wir in der Realität 22 Jahre weiter. Und ich wüsste nicht, dass in London irgendwelche Dinos aufgetaucht sind. Aber ich mag ja solche Geschichten. Überleg. Ich mach's nicht spannend. Ich überlege jetzt gerade tatsächlich. So, die beiden hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, die beiden behalte ich mal hier. Ja, ich behalte die mal hier. Ich mache ja, ich habe es gerade eingangs ja schon erwähnt, jetzt erstmal, ich treffe jetzt erstmal so eine Vorauswahl. Und welche Bücher dann tatsächlich nachher hier bleiben und welche dann doch noch vielleicht rausliegen, gucken wir einfach mal, ne? Wenn ich dann halt durch bin. So, hier haben wir noch von Paul Finch das Gespenst von Killingly Hall. Heißt das wirklich Killingly Hall? Ja, tatsächlich. Und andere weihnachtliche Schauergeschichten. Ja, Weihnachten. Warum steht das eigentlich hier? Ich habe da so eine kleine Weihnachtsrubrik bei mir im Regalboden. Das muss ich hier rausnehmen. Das haben wir jetzt hier nicht gesehen. Quietsch. So, Jeffrey Deaver. Habe ich das Buch schon gelesen? Nein, ich kenne den Film. Der Knochenjäger. Das ist nämlich der erste Roman der Lincoln Rhyme Reihe, die ich unbedingt mal lesen wollte, weil mir der Film damals mit Denzel Washington, glaube ich, und Angelina Jolie. The Bone Collector, genau, der Knochenjäger. Der Film hat mir gut gefallen und das Ermittlerduo ist irgendwie so ein bisschen special, finde ich. Die Dynamik fand ich toll. Und deshalb möchte ich das Buch lesen. Allerdings, wenn ich ehrlich bin, nicht als Buch, sondern dann als E-Book. Deshalb wird es mich auch verlassen. So, Bücher, die mir verlassen stehen, so. Und dann haben wir hier immer noch nicht gelesen, das Tagebuch der Apokalypse, den ersten Band. Das Buch steht seit Jahren bei mir ungelesen rum und es wird endlich mal Zeit. Ich habe, ich glaube, von 1, 2 und 3 schon die Hörbücher. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, den ersten Band überhaupt zu lesen. Fliegt auch aus, weil ich es mir, wenn ich das dann lese und höre, als E-Book konsumieren möchte. So, und dann haben wir ein Buch, wo ich schon mal reingelesen habe, was mich nicht so geflasht hat, was aber überhaupt nichts bedeutet. Manchmal liest man dann ein Buch einfach zu einer falschen Zeit und ich hatte so das Gefühl, da passiert noch was, da ist was, was ich momentan nicht greifen kann und habe es dann halt wieder weggelegt. Und zu diesem Buch werde ich greifen, wenn es dann soweit ist. Das Buch bleibt so hier, weil ich es noch nicht als E-Book gefunden habe und ich bin, ich möchte es irgendwann lesen. So. Deshalb bleibt dieses Buch auch hier. Und damit sind wir in diesem Regalboden durch. Ich glaube es ja nicht. Und ich habe sogar noch ein bisschen Platz. Guck mal. Yippie. Ja, das sieht doch mal... Das sieht besser aus als das da. ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Wollen wir noch mal kurz die paar Bücher, die unten drunter noch stehen? Dann habe ich... Das Regal hier auch abgehakt. Ja, genau, ich mache das jetzt ganz schnell. So, die Sitzgelegenheit wird hier immer ungemütlicher, deshalb versuche ich das Ganze jetzt hier im Schnelldurchgang. Ich habe meine allererste Graphic Novel gekauft und immer noch nicht gelesen, weil es halt meine erste Graphic Novel ist. Und zwar geht es da um
H.P. Lovecraft vom Jenseits und andere Erzählungen. Und das Ganze ist bearbeitet und illustriert von Erik Krieg. Und all diese Informationen könnt ihr selbst lesen. Was ihr so nicht sehen könnt, ist der Inhalt des Buches, das Design und wie es aufgemacht ist. Und das versuche ich jetzt mal hier so kurz zu zeigen. Es ist alles irgendwie sehr, 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 sehr umständlich gerade. Anders passt es nicht. Ich hoffe, man kann es so sehen. Einmal. Und das ist so das Teil des Buches. Und ja, ich habe mich immer noch nicht rangewagt, aber ich meine, Graphic Novels als E-Book wäre jetzt auch dämlich, oder? Also ich weiß nicht. Deshalb wird das Buch auf jeden Fall hier bleiben und ich möchte es endlich mal lesen. Da steht die auch seit, ich weiß nicht, seit 4 Jahren oder so. Seitdem ich hier eingezogen bin. Tatsächlich. Wow. Dann habe ich von Brandon Sanderson den ersten Band der Alcatraz-Reihe gefunden. Nee, ist das die Alcatraz? Es ist eine Reihe. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Reihe Alcatraz heißt oder nur der erste Band. Ein Jugendbuch von Brandon Sanderson. Und das interessiert mich dann auch sehr, weil Brandon Sanderson, soweit ich weiß, schreibt ja Erwachsenen-Fantasy. Und wenn Autoren diese Pfade verlassen, in denen sie auch sehr erfolgreich sind, und dann mal ein Jugendbuch schreiben, interessiert mich das schon sehr. Bleibt hier, möchte ich lesen. So. Und ich kippe hier das Lovecraft nicht um, weil es einfach viel zu groß ist. Dann haben wir hier einen Thriller, der mich ungelesen verlassen wird, nämlich von Erik Axel Sund, Scherbenseele. Ich bin momentan nicht auf Thriller aus, deshalb auf Wiedersehen. Hier haben wir auch ein Dankeschön, glaube ich, an der Buchhandlung Die Rache der Polly Mikalski. Wird mich auch verlassen, weil ich befürchte, dass es ein Thriller ist. Ja. Sie ist auf der Flucht mit dem gefährlichsten Mann, den sie kennt, ihrem Vater. Na, ist das ein Thriller? Ich bin mir nicht ganz sicher. Polly Mikalski ist 11 Jahre alt, als überraschend ihr Vater vor ihr steht. Nate ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, um ihr das Leben zu retten. Denn auf Polly ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Auf der Flucht durch Kalifornien lernt Polly zu kämpfen. Nates Unterweisungen machen das schüchterne Mädchen zu einem selbstbewussten Fighter. Und Nate beginnt seine Tochter bis zur Selbstaufopferung zu lieben. Doch ihre Verfolger lassen sich nicht abstellen. Okay, das hört sich nach einem Roadtrip an. Allerdings habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Jetzt gerade eben vielleicht, weiß ich nicht, also momentan nicht. Hier möchte ich endlich mal, und viele kichern jetzt vielleicht, von Jennifer Esther Karma Girl den ersten Band lesen. Das ist ein Superheldenroman oder eine Reihe, ja tatsächlich, mit einem Twist. Und diesen Twist fand ich halt cool. Männer in Spandex sind immer die Schlimmsten. Carmen Cole erlebt ihren absoluten Albtraum. Kurz vor ihrer Hochzeit erwischt sie ihren Verlobten mit ihrer besten Freundin im Bett. Und es kommt noch schlimmer. Er ist auch noch der ortsansässige Superheld. Die Reporterin rächt sich, indem sie ihren Liebsten öffentlich enttarnt. Von da an ist es ihr erklärtes Ziel, die geheimen Identitäten von Superhelden aufzudecken. Und sie ist darin richtig gut. Klar, dass auch die Superschurken Gefallen an ihrer Arbeit finden. Sie zwingen Carmen, sich an die Fersen des heißesten Helden der Stadt zu heften. Und der ist zu einem Überfluss auch noch nett. Ja, ich bin mal gespannt. Das interessiert mich sehr. Das ist so, ha, so viel Potenzial. So viel Potenzial. Und ich wünsche mir, dass ich nicht enttäuscht werde. Es bleibt. So. Stephen King S. Ja, mein Gott, was soll ich dazu sagen? Das ist mein Lieblingsbuch von Stephen King. Es ist die Ausgabe, die ich damals gelesen habe. Dieser Klopper, ich habe es mit in den Schüleraustausch nach England genommen. Es hat sehr viel Platz in meinem Koffer verbraucht.
Allein aus diesem Grund hat es sich gelohnt, dieses Buch hier zu lassen. Oder rechtfertigt es, dieses Buch hier bei mir zu lassen. Ich habe noch nie was von Peter Straub gelesen. Und dieses pinke Cover mit Coco schreit danach, endlich mal gelesen zu werden. So sieht das Buch im Original aus. Ja, pink. Oh, das ist rosa. Ermordet, wie man es ihm in Vietnam beigebracht hat. Lautlos und wirkungsvoll. So entsteht aus dem Treffen der Veteranen des Krieges in Südostasien eine Orgie des Schreckens und der Gewalt. Auch Harry Beavers wird von seiner Vergangenheit in der Special-Einheit eingeholt. Ja, aus Nostalgiegründen bleibt das Buch hier. Ich habe keine Ahnung, wann ich es lesen werde. Ich habe es in den letzten 30 Jahren nicht gelesen. Aber wie gesagt, Nostalgiegründe halt, ne? Ja, ich lasse das jetzt mal so. Ich lasse das jetzt einfach mal so. So, jetzt geht mir hier der Platz aus. Es folgt eine Kurzgeschichtensammlung von H.P. Lovecraft mit dem Titel Horror Stories, das Beste vom Meister des Unheimlichen. Aus dem Suhrkamp. Und ich finde das Cover Artwork, finde ich richtig, also pink verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Horror. Ne? Aber irgendwie hat es was. Ich habe die einzelnen Kurzgeschichten mal so gedingst und ich suche mal den Inhalt eben raus. So, und es beginnt mit einem Vorwort von Wolfgang Holbein. Dann folgen eigentlich so klassische Kurzgeschichten von ihm. Also sind das Kurzgeschichten, Novels. Cthulhus ruft, der Fall Charles Dexter Ward, die Farben aus dem All, Berge des Wahnsinns, Stadt ohne Namen, die Ratten im Gemäuer, Schatten über Innsmouth und die Musik des Erich Zann. Ja, bleibt hier so als Nachschlagewerk, finde ich besonders, also so als Nachschlagewerk, nur mal kurz so eine Kurzgeschichte. Das ist im E-Book tatsächlich sehr, sehr unpraktisch. Und da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Das bleibt so, wie es ist. Auch hier. Dann habe ich hier noch Kevin Brooks. Live fast, play dirty, get naked. Aus dem DTV. London 1976. Ein brütend heißer, endlos langer Sommer. Der Sommer von Musik und Chaos. Der Sommer von Hass und Liebe. Der Sommer von William Bunny. Der Sommer, der Lillys Leben für immer prägen wird. Eine tragische Liebesgeschichte und ein faszinierender Musikroman. Er erzählt von Star-Autor Kevin Brooks, der das Lebensgefühl des Punk aus erster Hand kennt. Ja, 1976, ein ganz besonderes Jahr in Großbritannien. Das interessiert mich sehr, 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 sehr. Und ich habe es immer noch nicht gelesen. Und es steht auch seit 6 Jahren hier, ungelesen. Es wird Zeit. Ich möchte es endlich lesen. Bleibt auch hier genau wie von Ted Williams, Die dunklen Gassen des Himmels. Der erste Band der dreiteiligen Romanreihe. Ich habe auch das Hörbuch hier, nämlich mit Simon Jäger. Und Simon Jäger ist eh einer meiner liebsten Hörbuchleser, Vorleser. Und dann mit folgendem Inhalt. Der Kampf zwischen Himmel und Hölle ist ein Brand. Bobby Dollar ist ein Engel. Und als Engel weiß er so ziemlich alles über die Sünden der Menschen. Er ist nämlich Anwalt für die Seelen der jüngst Verstorbenen, um die zwischen Hölle und Himmel erbittert gekämpft wird. Der Auftakt der neuen Trilogie von Ted Williams um den Engel Bobby Dollar ist an Spannung und Witz nicht zu überbieten. Ich will das unbedingt lesen. Warte nochmal.
Das kann doch nicht so schwierig sein. Die Bücher stapeln sich hier seit Jahren und ich kaufe immer neue Bücher. Und die, auf die ich jetzt jahrelang Lust habe, wandern im Bücherregal von weiter, immer von oben nach unten, bis sie dann irgendwie so an allerletzter Stelle hier stehen. Das kann es doch nicht sein. Ich will das Buch jetzt lesen. So. Und das war's in diesem Regal. Hier steht noch. Ja. Das ist ein kleines Sämpfchen, ein Fotoband von meiner Mutter für mich zum Geburtstag gewesen. Ja. Aber das hat ja nichts mit Büchern zu tun. Das wird es auch nicht als E-Book geben. Nein. Was erzähle ich hier? Das war das letzte Regalbrett im Buchregal Nummer 1. Wir haben ein Drittel geschafft. Es ist vorsortiert geschafft. Ich habe es ja jetzt erstmal vorsortiert. Aber das ist jetzt schon mal eine ganze Menge, die ich vorsortiert habe. Und dann geht's weiter im nächsten Video mit Stephen King. So viel kann ich vorwegnehmen. Es folgen einige Regalböden mit Stephen King. Und das wird nochmal schwierig da anzusetzen, ich greife vorweg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Bücher aussortieren. Habt ein schönes Wochenende und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.